Hey Leute, willkommen zurück bei Terraria 1.2 immer noch. Ich weiß auch nicht, ob es große Änderungen gibt, maximal Bugfixes. Ich denke mal, das wird auch der letzte Content-Patch gewesen sein. Und wir kämpfen hier gegen den Eisslime, der hier in diesem Eisbiom drin herrscht. Und gerade wird es wieder Tag. Und er hat mir das gegeben, was sonst alles gibt. Ja, ist ja wirklich klar. Und Goldfische, viele tote Goldfische. Oh, das ist cool, dass die immer wiederkommen können jetzt. Und Pinguin! Hey, Pinguin! Guck mal, der wird von Licht magisch angezogen. Okay. Ist, glaube ich, ein Rabbit, nur hier in diesem Gebiet. Und die Höhlen sind alle so eng hier bei mir. Tschüss, Slimes. Mal kurz. Ja, ich sehe ja nichts weiter. Lassen wir es dabei. Ja, fühl dich doch nicht gleich aggressiv auf. Hab dich doch bloß ein bisschen angestupst. Okay. Aber außerdem, also ich habe gehofft, wie gesagt, dass wir Corruption-Gebiet oder sowas finden. Ich finde es cool, dass ich jetzt so eine Walljump machen kann. Und hier geht's nochmal runter. Viel war. Na, toll. Müssen wir jetzt alles kaputt machen. Damit ich wenigstens einigermaßen vorankomme. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt. Weil es kann ja sein, dass es einfach nur ein paar Schritte nach vorne geht und dann endet es schon wieder mit Schmalgang. Wie hier so vieles ist. Okay, irgendwas habe ich gerade zerstört. Eine Vase oder so. Aber das scheint auch alles wieder gewesen zu sein. Nix da. Ja. Okay, was haben wir jetzt hier? Kann ich auch nicht sehen. Sind die Aggro hier mir gegenüber, aber kommen nicht mehr hoch. Was ich mit den Schneeblöcken machen soll, weiß ich auch noch nicht. Aber ich kann die wahrscheinlich zu Wasserblöcke machen. Ist da noch was drin? Das sah gerade aus, als hätte ich da noch was. Ich finde was Eisblock wesentlich härter als Schneeblock. Komm her. So, und rutsch. Passiert, wenn wir auch einen Eisblock in der Wüste machen. Hier unten ist auf jeden Fall was. Aha. Ah, ich habe die Corruption, okay. Unsere geliebte Corruption. Gucken, kann ich die wegmachen? Ne, natürlich nicht. Die kennen wir doch auch noch. Wie heißt der? Maxi-Fresse? Die deutsche Sprache ist manchmal echt ein bisschen funny. Wow! Mini-Fresser. Ganz cool bleiben. Also langsam muss ich aufpassen, weil sonst sterbe ich. Wie gesagt, ich habe zwar Knockback, allerdings auch nicht so viel. Verfaultes. Bekommen. Ah. Gut. Und ich guck mal, ob ich hier lang kommen kann. Wissen wir auf jeden Fall, die Corruption befindet sich hier. Also ein bisschen mehr Sachen bräuchte ich schon. Jetzt buddeln wir uns irgendwann mal richtig runter. Kommt, der ist fast tot. Den nehmen wir noch mit. Komm her, Maxi-Fresser. Kinder-Maxi-Fresser. So. Hier ist wieder überhaupt nichts. Ich frage mich, manche Gebiete sind so strange.
Komm, komm ich. Ne, komm nicht rauf. Komm schon. Weg mit dir. Der wollen wir auch gerade mit attackieren oder so. Also die Eisgegend hier. Da kann ich auch. Ja, jetzt kommt noch so einer oder was. Ja, willst du abhauen? Nix da. Hab noch mal ein Stück Verfaultes bekommen. Hier diese Corruption-Dinger. Okay, wir haben echt nichts sonst groß gefunden. Hier war ein Vogel. Ich dachte, wäre gerade ein Tinpok. Und. Getroffen! Das ist ja Hauptsache. Kann nicht sein, dass der Vogel hier entkommen kann. Gut, dann würde ich auf meine rechte Seite schauen. Und wie gesagt, da wissen wir wenigstens, wo die Corruption ist. Und was auf der rechten Seite ist, müssen wir auch nochmal entdecken. Da müssen wir, wie gesagt, auch bald Häuser vergrößern. Und ich glaube, wenn wir das vergrößert haben, dann können wir das auch meinetwegen so machen, dass wir dann auch unten buddeln. Hier ist auch überhaupt nichts insofern. Komm, Walljump, Junge. Was? Ach nein. Schon wieder so eine Biester. Wir müssen noch hier hochkommen. Komm! Danke. Mist. Ich hoffe, dass ich so hoch rankomme. Hat aber nicht ausgereicht. Hätte nicht sollen sein. Okay. Verlassen wir diesmal dieses Schneegebiet. Da war ja auch nichts gewesen. Ach, komm schon. Und da sind wir wieder zu Hause. Und ich habe gesagt, wir gucken noch ein bisschen rechts lang, was da ist. Ach ne, wir sind noch nicht zu Hause. Was war hier eigentlich? Auf jeden Fall war hier noch so ein Ding drin. Und ein lila Slime. So eine Vase war da noch. Aber guck mal. Gut, dann sind wir einigermaßen weit von der Corruption entfernt. Dann sollte uns das nicht so die Probleme bringen. Hier haben wir noch die Ropes. Ach, hier sind wir runtergegangen. Stimmt ja. Nee, sind wir doch nicht. Ganz schnell geendet. Sind wir hier runtergegangen? Ja komm, gehen wir noch ein bisschen auf den Deckungstour nach unten. Vielleicht haben wir noch irgendwas verpasst. Wie gesagt, so ein Herzcontainer wäre nochmal cool. Ich glaube, auf der linken Seite war nicht so viel. Müssen wir mehr auf die rechte Seite gehen. Hier war ja der Altar, genau. Hier mal kurz. So, ah! Sieh mal, ach guck mal, hier haben wir auch noch so ein Altar. Also wir haben hier einen und da einen. Finde ich auch sehr interessant, dass es hier zwei gibt. Gleich in der Nähe. Wir können mal da hinbuddeln. Ach Gott! So. Leben sollte ja relativ schnell gehen, wenn nicht zu viel Stein dazwischen ist. Wie es schon wieder aussieht danach. Und wir haben keine Eisenspitzhacke, sondern wir haben nur aus Zinn. Nee, Kupfer. Ach, das haben wir aus Kupfer, klar. Wenn wir sonst nichts aus Kupfer haben, das haben wir aus Kupfer. Könnten wir auch mal Steinhäuser bauen. Ich glaube, Stein haben wir auch jetzt schon langsam genug. Kann aber sein, dass wir nicht genug haben, weil ich einfach versucht habe, mich drumherum zu buddeln, wie ich es gerade auch mache. Erfolgreicher wäre es, wenn wir doch hier reingehen würden. Richtung Schacht. Ah,
Sehr gut. Aber es ist nur ein bisschen Rope. Können wir mal gucken. Snowballs. Schneebälle könnten wir herstellen. Nö. Sonst sieht es nach nichts Neuem aus. Hier ist auch nichts an Ressourcen oder so. Hier ist nur Stein. Absolut nur Stein. Reicht aus. Karnickel, was machst du da? Jetzt kommt hier Karnickel rein. Hast nicht gehört, dass hier böse Männer mit Spitzhacken rumlaufen, die euch Karnickel gar ausmachen wollen? Habe ich bei der Truhe schon was geguckt? Yep, die haben wir noch nicht abgebaut. Dann bauen wir sie einfach ab. Ich meine mal. Was spricht dagegen? Hier sind wir jetzt zum ersten Mal hergestorben. Also wir können auch die Wände entlang klettern, genau. Ist nichts Besonderes. Ist da, war da oben Sinn? Jetzt kommt schon wieder so einer. Kommt wieder von links, oder? Schön drumherum gesprungen von meiner Seite aus. Au. Das Wasser blinkt. Achso. Ich dachte jetzt gerade, hier wären Rohstoffe, weil es so blinkt, aber es war das Wasser. Komm her, Slime. Lass uns Duell betreiben. Nein, bringt mir nichts. Ich brauche Glowsticks. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich würde fast sagen, wir gucken hier die Höhle an. Auf jeden Fall. Doch, hier ist was. Nochmal Ropes. Okay, Seile. Ah, hier unten haben wir Eisen, so wie ich sehe. Und dann würde ich schon mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Terraria. Sammeln weiter fleißig Eisen und andere Rohstoffe. Und gucken mal, wie wir vorankommen. Mit Bossen müssen wir noch ein bisschen warten. Also, wer jetzt denkt, dass wir jetzt gleich einen Boss machen oder so, das wäre natürlich übertrieben. Weil, ich glaube, bevor wir nicht eine volle Rüstung haben und ein paar bessere Waffen, und diesen ganzen Kram brauchen wir noch keine Bosse anrufen. Da sollten wir schon wenigstens Goldsachen haben. Oder ansatzweise. Wenn ich überhaupt Gold in dieser Welt habe, das gibt es ja auch schon wieder Goldersatzstoffe, wie ich mitbekommen habe. Gut, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ach, fall doch nicht runter. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.